Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute bleiben die Grills mal aus, denn heute ist Roadtrip Action. Es ist noch sehr früh, also erstmal Prost Kaffee, Freunde. Ich habe gedacht, wir machen mal wieder Vlog, ne? Wir haben ein schönes Wochenende vor uns. Wir fahren nach Solingen und nach Bamberg und ich nehme euch einfach mal mit, ne? Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Ja, Gepäck haben wir schon vorbereitet. Das geht jetzt erstmal alles mit und noch ein paar Sachen. Wir laden gleich noch das Auto ein. Und der Postbote hat gerade geklingelt. Das kann ich euch nicht vorenthalten, Freunde. Ja, zack. Guck mal. Weihnachten steht vor der Tür, der Spicebar Adventskalender und zwar diesmal, also das ist jetzt erstmal der kleine, den wird es geben für 29,90 dieses Jahr. Da sind 24 Probegewürzpackungen drin mit Rezepten und unter anderem ist auch eins von unseren Rezepten da drin. Geile Geschichte, den könnt ihr bestellen ab dem 23.09., also eigentlich ab heute. Ich glaube, heute kommt das Video. 10 Uhr, das heißt, ihr seid schon ein bisschen spät, unbedingt mal auf die Spicebar-Seite gehen und diesen Kalender vorbestellen, weil das kann man mal machen zu Weihnachten. Ist besser als Schokolade oder sonst irgendwas. Mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE natürlich auch auf den 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro. Die Besonderheit dieses Jahr ist, es wird nicht nur diesen Kalender geben, sondern die Spicebar bringt auch noch einen Premium-Kalender raus. Das wird ein größerer sein mit 24 kompletten Dosen drin. Den wird es geben für 99,90, hat aber einen Warenwert von 140 Euro. Da spart er auf jeden Fall schon mal. Habe ich noch nicht da, krieg bestimmt, wenn er mir auf Instagram und auf Facebook folgt, dann werde ich euch den auch noch zeigen. Also unbedingt jetzt mal Instagram und Facebook liken. Ne? Den großen Kalender könnt ihr auch ab heute vorbestellen. Der wird aber erst ausgeliefert ab dem 15.10., wenn ich richtig informiert bin. Den hier gibt es dann quasi sofort. Also Spicebar abchecken, Freunde. So, wir müssen einpacken und los geht's. So, ja, erstmal alle drin. Deckel zu. Los geht's. Zack, Freunde. Also, wir sind on the road und natürlich sind wir nicht alleine unterwegs. Also, Sassi ist dabei, die filmt ja gerade. Und wir holen jetzt noch Andy ab, also Team Andy, muss natürlich bei dem Roadtrip wieder dabei sein. Das ist unsere erste Station heute, dann werden wir noch kurz was frühstücken, glaube ich. Und dann geht's auch richtig los. Ganz kurz zum Streckenplan. Ich weiß auch nicht, ob der Vlog jetzt in einem oder in zwei Teilen kommt. Das werden wir sehen, wie sich das ergibt. Aber wir fahren heute erstmal von Berlin nach Solingen. Da werden wir uns was angucken. Ist noch ein bisschen geheim, aber nein, nicht ganz so. Freunde, ich suche ja nach einem neuen Auto und ich möchte ja gerne was Großes haben, was Pickup-ähnliches. Also ein Dodge Ram. Und deswegen fahren wir heute als erste Station zu RTR in Solingen und gucken uns ein paar Rams an. Vielleicht ist es auch ganz interessant für euch, ne? Danach geht's in ein wunderschönes Hotel, wie Saskia mir gesagt hat. Wir haben nämlich reserviert im Roadstop Motel in Mettmann. Im Neandertal, das ist so auf amerikanisch gemacht, soll sehr, sehr gute Küche sein und sehr, sehr schöne Zimmer, da werden wir heute nächtigen und dann geht es morgen weiter nach Bamberg zum lieben Catchy und zwar werden wir am Samstag dabei sein bei der Store-Eröffnung vom Grill & Taste Store, also der offiziellen feierlichen Eröffnung. Und werden ein bisschen was grillen und werden hoffentlich eine schöne Zeit haben. Ansonsten wollen wir einfach mal ein paar schöne Tage für uns haben, damit der Urlaub, der dieses Jahr ja nicht stattgefunden hat, ein bisschen kompensiert wird. Ne? Aber Freunde, wir nehmen euch mit die ganze Zeit, also bleibt einfach dran. Ja, und wie jeder gute Roadtrip fängt auch dieser hier wieder an mit Stau. Ne? Also Berlins Stadtautobahn ist knüppelvoll. Ich krieg mal wieder so eine Krawatte eigentlich schon. Kann ich ja richtig leiden. Ne? Ich bin nämlich immer noch der Meinung, das liegt daran, dass sehr, sehr viele Autofahrer einfach nicht Auto fahren können. Aber wir müssen irgendwie durch. Ne? Wir müssen ja erstmal irgendwie zu Andi kommen. Ich habe Hunger und ich will Kaffee. Bis gleich. So, angekommen. Jetzt gibt es noch ein kleines Frühstück. Hier ein bisschen was gesundet. Na, die Sünde habe ich schon rausgepopelt. Käffchen und den haben wir auch gefunden hier. Guck mal, ne? Team Andy ist jetzt auch da. Ja, also werden wir uns gleich auf die Reise machen. Mal kicken. So, zack. Wir haben es auf die Autobahn geschafft. Die ersten 10 Kilometer waren ein bisschen voll Berliner Stadtverkehr. Man kennt ihn. Aber jetzt grobe Richtung ist Köln, glaube ich. Köln tatsächlich? Nee, das kann nicht hinhauen. Naja, also wir sind auf jeden Fall unterwegs. Saskia hat jetzt aber schon wieder rumgeheult, dass wir einen Rastplatz brauchen, weil wir müssen schon wieder Pipi. Richtig? Ja. Ja, wir müssen Pipi. Aber das ist ganz gut, weil wir haben unsere Kühlbox ja dabei, die ist aber noch leer. Also können wir gleich noch ein bisschen shoppen gehen. Ich glaube, Andi kauft Bier. Kauft Andi Bier? Andi kauft Bier. Andi kauft Bier. So machen wir das. Bis gleich. Na, okay. Erster Stopp. Sassi ist schon Ullanjang. Jetzt tanken. Zu Ende.
War wieder durstig. Jetzt noch ein paar Getränke für uns und dann geht's weiter. Saskia hat freundlicherweise vorgeschlagen, sie fährt jetzt weiter. Vielen Dank dafür. Deswegen können wir schon mal anstoßen. Ist ja auch schon spät genug. Ne? Und Andis. Mein Fetisch? Errungenschaft für den heutigen Vormittag hier. Ja, Mickey Maus mit Furzwurst. Danke, Andi. Cheers. Wird gleich ausgepackt. Ist mit Batterien. Könnt ihr mich überhaupt hören? Ist das laut hier? Ist das wirklich eine Furzwurst? Andi, vielleicht müsst ihr die anders benutzen jetzt. Ich guck mal. Für heute Abend, fürs Hotelzimmer. So, jetzt nochmal zum Thema Furzwurst, Freunde. Die nächste Link. Was ist das denn? Ja, okay, weiter geht's. Also ich würde sagen, so kann man das machen, Freunde. Angenehme Reisegeschwindigkeit, 170 km/h, eine Furzwurst am Start. Cheers auf euch, beste Leben, oder? Kurz vor Magdeburg, Freunde, also es geht voran. Zweiter Zwischenstopp, Andi kann man noch nicht alleine auf Klo gehen lassen, wie das aussieht hier. Ist schon wieder Nachschub geordert. Ja, muss ja reichen für eine halbe Stunde. So, aber ich glaube, ab jetzt wird es dann auch weitergehen, dass wir heute irgendwann mal in Solingen ankommen. Und Bull, sehr schön. Zack, Freunde, 480 Kilometer weiter in, ich glaube, 4 Stunden, 30 Minuten. Sensationelle Zeit. Gruß an Saskia, wirklich dickes Lob. Uns tut jetzt aber ganz schön der Hintern weh. Wir sind aber angekommen, Freunde. Guck mal hier, RTR, Ram Truck Ranch in Solingen. Hat den Hintergrund, ihr wisstet ja schon, aber wir sind ja große Amerika-Fans. Ich habe ja auch einen kleinen amerikanischen Wagen, aber er ist einfach zu klein. Wir brauchen was Größeres. Deswegen dachte ich mir, fahre ich dahin, wo die großen Dinger rumstehen und wahrscheinlich auch einen der größten in Deutschland. Ich habe den Chef schon gefunden, das ist der liebe Nico. Ja, grüß euch, herzlich willkommen hier in Solingen bei uns auf der Ram Truck Range. Ja, großes Auto können wir gut, haben wir eine ganze Menge rumstehen und jetzt fürchte ich mal ein bisschen hier rum. Ja, da bedanke ich mich schon mal sehr. Also ich habe gesagt, ich gehe zu dem Richtigen. Also hier werden wir fündig und wenn nicht hier, wo sonst, oder? Ja, hier werden Sie geholfen. Ja. Hier werden Sie geholfen. Okay, wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier sind wir jetzt bei uns im Showroom, in dem, der Hauptfläche, wo wir unsere Autos zeigen. Hier haben wir eigentlich jedes Modell stehen, fast jede Farbe, aber jede Ausstattungslinie, jede Größe und jede Laderaumabdeckung, die du so benutzen kannst, habe ich hier auf den verschiedenen Autos positioniert. Jetzt ganz besonders habe ich zwei Powerwagen hier, das sind zwei Fünfer, das sind richtige Hirsche. Und da mehrere von an einem Platz zu finden in Europa ist super selten. Okay. Hier haben wir noch einen 2-5er Laramie stehen. Ja, also die Dreier-Kombo. Die wirst du in Europa nirgendwo irgendwo rumstehen sehen. Freunde, ich bin im Männerwunderland eigentlich. Und guckt euch mal diese Größe an, ja? Also ich bin kein Riese, das wisst ihr, ja? Aber ist das ein Auto? Ist das ein Auto? Saskia, wenn ich hier heute schlafen sollte, verzeih's mir bitte, ja? Such mir vielleicht so eine Ladefläche und da kann man sich bestimmt auch mal ein bisschen drauflegen. Ja, für ein bisschen Bubu haben wir überall Platz. Jetzt schauen wir mal, was wir für dich hier so haben. Ich habe mich jetzt hier mal in was reingesetzt, wo ich, glaube ich, ganz gut reinpasse, oder? Steht mir das? Das ist auch so ungefähr das, glaube ich, was in unserem Bereich wäre. Wo sitze ich denn jetzt hier drin? Ja, klassischer Verkäuferspruch, der steht hier aber hervorragend. Ja, der steht mir, oder? Ich kann auch gut schwarz tragen. Ja, ich kann gut schwarz tragen. Hier haben wir einen leicht modifizierten Gen 4. Wir haben den hier intern Blackout getauft. Das ist ein großes Paket, was ich gekauft habe vom Vorgängermodell des Rams, die weiter produziert werden. Also es ist ein ganz aktuelles neues Auto. Der hat jetzt hier ein Bodylift-Kit, ist ein bisschen höher, ein bisschen bulliger, passt also ganz gut zu dir. Mit einer sehr soliden Ausstattung und du kriegst halt für richtig gutes Geld richtig viel Auto. Also mir gefällt das schon mal sehr gut. Es ist ja wieder so dieser Zeitpunkt, wo ich dann eigentlich nicht mehr aussteigen möchte. Ne? Aber wir gucken uns noch ein bisschen um. Ja, Freunde, das ist meine Hausnummer, oder? Das ist jetzt wohl also quasi die neue Generation des Upgrade, oder? Genau, hier haben wir die Generation 5, das ganz aktuelle Auto. Da ist natürlich super viel getan und das merkst du jetzt auch im Innenraum. Ne? Das ja. ist eine ganz andere Welt. Ja, vielleicht guck da mal hier rein. Ja, also das ist ja hier wirklich super schön verarbeitet. Da hat Dodge nochmal richtig was gemacht und ein bisschen auf die Kacke gehauen, glaube ich. Also da eine Entscheidung zu treffen, macht dann wahrscheinlich die Bank letztendlich. Ne? Aber geil sind sie alle. Also ich liebe diese Dinger ja von außen sowieso. Von innen sehe ich mich natürlich hier drin, aber das müssen wir noch ein bisschen besprechen. Also wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen umgucken und dann sehen wir uns später wieder. Vielleicht mit oder ohne Auto oder wie auch immer, man weiß es nicht. Ne?
So, und letztendlich stehen wir jetzt hier vor dem Monster. Das ist dein Privater, ne? Ja, das ist mein Schätzchen, so ein Limited Black mit ein bisschen alles und ein bisschen hoch. Cool. Das, wenn man so richtig übertreiben will und sein Geld damit verdienen muss, dann. So wie deine Grills hab, ist das mein Grill. Das ist, das ist quasi mein Grill. Und das ist ein wunderschöner Grill, mit einem wunderschönen Grill auch vorne. Wir haben uns hier einen tollen Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Ich habe ganz, ganz viele Flausen im Kopf, die ich jetzt erstmal mindestens eine oder noch ein paar mehr Nächte überschlafen muss. Ich danke dir sehr, dass du uns hier eingeladen hast und dass wir uns ein bisschen umgucken konnten. Und ich denke, ich könnte fast garantieren, wir sehen uns nochmal wieder. Ja, schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Roadstop Motel. Da werden wir jetzt mal einen kleinen Cocktail trinken, glaube ich, Andi, und was essen. Ja? Ja, das machen wir. Und wir sehen uns dann später. Ne? Aber geil, geil. Ja, also ich habe jetzt wirklich einen Riesenhunger. Oder nee, wir alle haben einen Riesenhunger und sind jetzt auf dem Weg zum Hotel. Was ich gerade noch vergessen habe, natürlich, guckt bitte mal bei Nico auf dem Kanal vorbei. RTR Ram Truck Ranch Solingen. Ja, gerne mal auschecken, der macht super Videos und der erklärt euch auch über jedes Auto noch, was ihr alles wissen könnt und müsst. Aber wir müssen jetzt essen. Also, wir sehen uns gleich im Hotel. Ja, und da sind wir. Guck mal, Freunde, könnt ihr das sehen? Na, jetzt nicht mehr, Sonne. Roadstop Motel, willkommen in Amerika, würde ich sagen. Scheune. Okay, wir gucken jetzt mal Parkplatz. Links, Saskia, links. Das sieht aber wirklich schon sehr, sehr amerikanisch hier aus. Ich freue mich. Ja, so, als allererstes haben wir schon mal eingecheckt und unser Zimmer geben lassen. Sehr netter Check-in, sehr schöne Anlage. Und hier, wer hätte es erwartet, ist unser Zimmer. Ihr kriegt jetzt die Raumführung. Ja? Presidential Suite. Freunde, gleich auf der rechten Seite. Ja? Kleines Bettchen, ja? Mit Türchen. Wundervoll, hier geht es gleich weiter. Ja, also kann ich jetzt abnehmen, oder? Wir sind ja hier unter uns quasi. Der Badebereich oder der Badezimmerbereich. Alles offen. Schöne große Dusche. Ja, einmal gedreht. Hier noch ein bisschen was zum Abstehen, ein wenig Wasser. Ein Poolbillardtisch. Sehr, sehr geil. Ein schönes Doppelbett. Ja, ein bisschen Dekoration. Und hier noch, wie im Oval Office, der Schreibtisch des Präsidenten, an dem ich heute Abend dann wohl mal sitzen werde. Das rote Telefon, Freunde. Das rote Telefon. Das haben sie hier wirklich sehr, sehr lustig gemacht. Und hier noch ein klitzekleiner Whirlpool. Ob ich da heute Abend mit Andi reingehen sollte? Warte mal, ich zeige euch das nochmal von hier. Ist schön, oder? Kann man mal machen. Präsidenten Suite im Roadstop Motel. Kleine Garderobe. Schön. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir gucken uns, glaube ich, gleich nochmal. Ach, da sind sie ja. Die ehemaligen. Aber wir gucken uns gleich nochmal das Las Vegas Zimmer von dem lieben Andi an. Und generell gibt es hier eine riesige Auswahl an Zimmern. Also es gibt ein Basketballzimmer, ein Death Valley Zimmer, ein Elvis Zimmer, ein Hawaii Zimmer. Leider kann ich euch die nicht alle zeigen. Und da drüben sind noch eine Menge mehr. Aber Andis Las Vegas Zimmer seht ihr gleich. Und da wäre noch die Hunters Lounge und die Gas Station. Und hier, Freunde. Hallo. Zack. Hallo. Las Vegas. Las Vegas. Oh, kleine Raumführung in Las Vegas. Ja. Hier geht's los mit dem Scheißhaus. Oh, hier gleich der erste Automat. Sehr schön. Kann man den auch bespielen, Andi? Hast du schon probiert? Was ist das hier? Jägermeister? Scario Grays Bett, das ist ja auch geil. Sehr, sehr geil. Oh, guckt euch diese königliche Dusche an. Gehst du mal ein Stückchen aus dem Weg, bitte hier? Das ist ja unglaublich. Ja, ich mach mal hier Disco-Party. Die ist ja echt schöner als unsere. Schwing, schwing. Dann haben wir hier auch einen wunderschönen kleinen Whirlpool mit einer Kugel oben dran. Ein kleines Scavio und Ray Bett und ein kleiner, also das ist aber hübsch, das ist hübsch. Andi, du weißt, ne, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Das bleibt in Vegas. Ja. Das bleibt in Vegas. Sehr, sehr schön. Also auch das kann man mal machen, ne? Gefällt mir hier. Jetzt essen. Hier nochmal von außen, ja, das ist der Motelbereich, also wirklich sehr, sehr amerikanisch aufgezogen. Ja, sehr schön. Und jetzt geht's zum Essen. Ach, guck mal, schönes Auto, oder? Passt hier auch sehr gut rein. Alter, Freunde, das ist mal ein geiler Laden. Auch hier drinnen alles sehr, sehr amerikanisch und wunderschön. Ja, und jetzt Essen aus. Ja, wir haben schon gewählt. Wir werden nehmen die Wings,
die Spare Ribs, das Pulled Pork. Sassi hat sich noch für einen Burger entschieden, ich weiß jetzt aber nicht welchen. Kentucky Ranch Burger. Kentucky Ranch Burger und wir werden noch Loaded Fries nehmen. Ja? Mal gucken, wie das alles aussieht. Ja, die Karte verspricht viel. Ich hoffe, das Ergebnis wird auch so geil. Ja, und Prost würde ich sagen, ne? Auf einen schönen Abend und auf ein gutes Essen. Ja, die erste Rutsche ist da, Freunde, und das sieht ganz gut aus hier. Wir haben Rippchen, wir haben die Loaded Fries, wir haben Pulled Pork, wir haben Flügelchen, ein paar Soßen, Garlic Bread. Der Burger fehlt noch, aber wir holen jetzt einfach mal rein, oder? Ja, was soll ich sagen? 10 Minuten später, das sieht nach Knochen aus. Also generell... Burger mit Bacon weg. Burger ist weg von Sassi. Mit Bacon. Also generell, Preis-Leistung stimmt, Geschmack stimmt, kann man mal machen. Wenn der Laden ein bisschen näher an Berlin wäre, würde ich hier auch definitiv öfter speisen kommen. Und Andi, glaube ich, auch so mit aus. Die Lippchen sind geil. Ja, also Essen war gut. Jetzt probieren wir mal die Cocktails. Ne? Long Island Eistee für alle, Freunde. Cheers. 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 Also auch die Cocktails sind hervorragend. Das ist wirklich ein sehr, sehr netter Laden. Eine wunderschöne Location. Kann ich nur empfehlen. Wer mal in Solingen bzw. Mettmann unterwegs ist, Roadstop Motel. Geile Nummer. Na so, wir haben fantastisch gegessen, haben fantastische Cocktails getrunken. Wir sind zurück im Oval Office. Hier, ne? Was bleibt uns jetzt anderes? Was bleibt uns jetzt anderes übrig, als in den Whirlpool zu steigen? Das will ich mit Andi aber nicht. Oder eine Runde Pool zu spielen. Ich glaube, wir spielen eine Runde Pool. Andi? Fuffi auf den Gewinner. Freunde, ich glaube, das war auch genug für den ersten Vlog. Wir werden das Ding schneiden. Die zweite Runde kommt gleich danach. Dann fahren wir nach Bamberg. Wir machen für heute Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, ballert Kommentare über ein Like und ein Abo. Würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby. Andi. Ja. Und Sassi. 030 Barbecue. Wir sind draußen. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Tschüss.